Hallo, mein Name ist Chris Strubbel und ich zeige euch heute ein kleines Feature von Bubble, welches für Boolean-Werte den Text ändert. Was haben wir hier? Wir haben eine Repeating Group mit Aufgaben und wenn wir in die Datenbank gehen und uns Aufgaben anschauen, dann gibt es quasi zwei Felder. Einmal den Namen und einmal den Boolean-Wert Ja, Nein. Und hier in diesem Icon seht ihr, standardmäßig ist das quasi nicht ausgewählt. Wenn aber Current Cells Aufgabe abgeschlossen ja ist, dann wählen wir das grafisch aus. Im Workflow seht ihr, wenn No ist, dann bitte ändern auf Ja. Und wenn er schon ausgewählt ist, wieder zurück. Make Changes to Aufgabe. No. Und wenn wir einmal auf Preview gehen, seht ihr, dass sich hier das Ganze ändert. Was wir nun aber wollen, ist nochmal für den Nutzer einen Text basierend auf dem Boolean-Wert, nämlich abgeschlossen oder nicht abgeschlossen. Und wir legen jetzt einmal los. Wir nehmen ein Textfeld. Und wenn wir machen Current Cells Aufgabe abgeschlossen, dann sehen wir Ja oder Nein. Was ist nun aber, wenn wir statt Ja, Nein, den Boolean-Wert, wollen wir aber jetzt einen Text haben? Und jetzt kommt genau das Feature von Bubble. Ihr klickt hier rein auf More und schreibt Formatted as Text und bekommt jetzt vom Bubble quasi die zwei Standardformatierungen, Yes und No, weil ich die Seite auf Deutsch habe, Ja, Nein. Und jetzt könnt ihr aber reinschreiben, zum Beispiel abgeschlossen und nicht abgeschlossen. Und so könnt ihr das quasi für jeden Value machen, wie zum Beispiel Current User is logged in, log out oder Current User hat die und die Kreditkarte nicht hinterlegt, zeige bitte folgendes Feld an. Wir gehen jetzt noch einmal auf Preview. Und wir sehen, nun haben wir den Boolean-Wert, ich zeige das einmal auf Inspect, seht ihr, der Text ist Current Cells Aufgabe, in der Datenbank Nein, abgeschlossen Nein, Format des Text nun nicht abgeschlossen. Und wenn wir nun einmal draufklicken, haben wir den Text abgeschlossen und ihr seht auch im Inspektor, nun, jetzt ist es Ja, deswegen der State Ja und wir formatieren das Ganze auf abgeschlossen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf den Like-Button und subscribe den Channel. Das hilft uns, dass wir dann wiederum mehr Reichweite bekommen und dadurch lohnt sich, das Ganze auch weiterhin noch mehr Content kostenlos anzubieten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald!